Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Sie ausschalten. Wart mal. Da muss ich erstmal den Dialog beenden. Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Tja. Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Warte mal, was ist denn das? Haha. Bubu, Kuckuck, verschwinde. Warte mal, was ist denn das? Haha. Bubu, Kuckuck, verschwinde. Okay. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Na dann, ich würde mal kurz was ausprobieren. Also durch die Musik, Einstellungen. Was? Wo? Ich habe die Musik ausgestellt. Wow, danke vielmals. Wie auch immer du das angestellt hast. Ich bin ins Menü gegangen und habe die Musik ausgestellt. Warte mal, was ist denn das? Haha. Und jetzt? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Was hilft uns das jetzt, dass wir die Musik ausgestellt haben? Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratisgurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Sie liegt hier. Tut sie nicht. Dann hab. Für mich erstmal gar. Jeder das. Da müssen wir erstmal. Wir sehen uns. Sprich nur. Wir müssen aus Spelunkenklo, damit wir hier die Zeitschrift kriegen können und damit wir uns. Ja, gut. Vergammelte Pillen haben wir hier schon mal. Ich schalte die Musik gleich mal wieder ein. Was? Wo? Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Es ist nur für diese kleinen Textbuchs war das lustig. Brauchen wir das später nochmal. Interessant, dass man die Musik hier vorstellen kann. Ja, Fodors Werkstatt. Dunkle Gasse. Oh, dunkle Gasse, das klingt interessant. Müssen wir unbedingt mal hin. In den Hafen, in die dunkle Gasse. Ui. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Ja. Es scheint sich um eine Schrottgrabenkolonie zu handeln. Goldig. Kiste. Aha. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Tür. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Hehe, du Trottel. Jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Verdammt.
Gut, dann Vorsicht, Vorsicht, Fahrzeichen. Was soll das denn? Ein Gitter. Hey, hallo. Was heißt denn hier Burg? Frechheit. Frechheit. Eine feine Nase. Rufus, ich glaube, du musst dich erstmal waschen, bevor du hier rein kannst. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Tja. Frechheit. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Go, go! Rufus, Gummiarm! Tja, also, sonst klappt das immer. Ein Haken. Go, go! Rufus, Gummiarm! Tja, also, sonst klappt das immer. Ich verstehe schon. Go, go! Rufus, Gummiarm! Tja, also, sonst klappt das immer. Ein Ei. Go, go! Rufus, Gummiarm! Okay, dann müssen wir erstmal hier durch die Tür durch. Tja, schade. Sonst klappt das immer. Glatzmatz der Gärtner. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Nice. Sehr geil. Nochmal. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Aber das dröhnt am Ende. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, und Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Schön. So, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Oh, doch, es werkstatt. Du kriegst in den Hafen. Ja, in den Hafen. Kann man den irgendwie ausstellen? Zuck. Nach dein Venedig. Schrottkappe. Uhu. Prego. Ja, ein Experte für Romantik. Du bist doch so eine Art Experte für Romantik, oder? Oh, amore, si, si. Was willst du wissen, Ja, die sportliche, temperamentvolle Frau. Die schüchterne, leicht naive Frau, die elegante, klassige Frau. Ich kenne da diese schüchterne, leicht naive Frau. Du musst dich verrennen, Walter. Du bist verliebt in eine kleine Bambina Timida. Dann musst du machen, sie impressionar. Bambinas Timidas suchen Aventuras con Romos. Kriminale. Du meinst, sie steht auf Schurken? Sie. Aha. Ich kenne da diese... Ich kenne da diese sportliche, temperamentvolle Frau. Du musst nichts reden, Walter. Du bist verliebt in eine kleine Signora con Temperamente. Dann musst du ihr zeigen, dass du bist eine Spavaldo, eine Draufgänger. Du musst sein wie die Stachel von Insetto. Du musst sie... anstacheln. Der verrät uns hier ein paar hilfreiche Tipps. Ich kenne da diese elegante, hochklassige Frau. Allererster Stall. Du musst nicht verrennen, Walter. Du bist verliebt in eine Donna Aristokratica. Dann musst du sein Cavaliero Romantico. Musst du machen uno appuntamento. Eine romantische Abend musst du fahren hier in die Gondola Romantica. Con canzone mio. La la la. La la lu. Stopp, stopp. Ich finde was anderes. Ach, Idioto. Ich brauche keine Tipps. Du mich auch. Ja. Arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts. Na dann, zum Doc. Aber der Doc ist doch ganz woanders. Genossen.
angelaufen. Uhu. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber husch. Die Fische. Hakenglas. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Was habe ich eigentlich damit gemacht? Ich erinnere mich, ihn an Bord mitgenommen zu haben. Ja. Den Walköder mit an Bord genommen? Müssen wir gleich mal nachgucken. Tja, Mülleimer. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Glitschig. Ist das eklig. Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Er ist doch noch gut. Köder. Er ist doch noch gut. Ja. Diese Erdnüsse lasse ich lieber nicht zu nah an meine Sachen. Nicht, dass ich gerne... Aber diese hier... Okay, vielleicht. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Vielleicht. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Ködereimer für Flundern. Dann schon eher ein Kescher, oder? Dafür hat Doc leider noch keine Fernbedienung erfunden. Fauler Sack. Tja, vielleicht finden wir irgendwo eine Phosphorspur. Tja. Rattenradar. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer. Weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Das schreit doch nach einem Minispiel. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer. Weit weg, gut so. Aber erstmal nicht. Ich kann nicht hier weg. Nicht ohne Gott. Okay, in den Hafen. Tja. Oh, die Karte ist jetzt ganz zugeschaltet, ganz freigeschaltet. Marktplatz Bellevue. Zurück. Klein Venedig und das Industriegebiet. Aber das Industriegebiet. Ja, Doc, vielleicht hast du eine Idee, wie wir hier weiterkommen. Vielleicht kannst du uns nochmal unsere Aufgabe verraten. Ja, okay, ja, gut, die weiß ich, die Aufgabe. Das ist, so ist es nicht. Das ist natürlich hier die Goal. Die drei Teile da dazu drauf kommen, ist. Aber das wird eine längere Mission. Geh nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Das wäre zu schön. Doc. Hallo. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Irgendwie gar nicht. Ja. Nette Praxis. Oh, danke, Rufus. Ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet, aber trotzdem ganz nett. Ach, ich weiß. Die Abschirmung des Generators resoniert ungünstig mit dem Induktionsfeld der Magnetbandspuren am Hauptkondensator. Aber was würdest du machen? Bei Oszillationsfrequenzen von teilweise über 6 GHz bei gleichbleibenden 30 Tesla? Tja, was schon. Ich würde den Generator etwas nach links rücken. Aber könnte das bei der Feldstärke nicht gefährlich sein? Ich würde nur ungern aus Versehen einen Neutrino-Stern in meiner Praxis erzeugen. Ja. Du weißt doch, worüber wir hier reden, oder? Natürlich weiß ich das. Und ich bleibe dabei. Weiter nach links. Tja, wenn du meinst. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Kann ich mir Werkzeug von dir ausborgen? Ja, bedien dich ruhig. Ich muss hier ohnehin nur noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Und dafür brauche ich nur Hammer und Kaugummi. 1A. Was
ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments, totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt's ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus. Wofür ist die Tiefkühltruhe? Da bewahre ich Ersatzgehirne für meine Operationen auf. Und meine Lunchbox natürlich. Aber im Moment ist sie leer. Viel Eis, keine Hirne und nichts zu futtern? Das sind ja Zustände wie bei einer Modenschau. Meine Praxis war cooler und größer. Wirklich? Die im Haus deiner Ex-Freundin? Ja, nicht nur größer. Es haben auch mehr Sachen geblinkt. Und sie hatte auch mehr von diesen Dingern da neben der Tür. Lichtschaltern? Genau. Ja. Wir müssen Goal unbedingt wieder hinbekommen. Ich arbeite ja dran. Überzeuge du sie einfach, dass sie sich der Operation unterzieht. Also, alle drei Versionen von ihr. Benutze die Fernbedienung, wenn du alle drei den Rest Ich werde dann mal wieder. Tu das. Gut. Hier, Schalter, Schublade, Schraubenzieher.